Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in der letzten Mission und ja, wir haben endlich die zwei Sammler, Leute. Wir haben endlich zwei Sammler, das ist jetzt wirklich Gold wert. weil, wie gesagt, wir haben in der letzten Folge nichts anderes gemacht, als wirklich uns hier nur verteidigt. Und hier die zweite Raffinerie zu kriegen. Auf die beiden Sammler müssen wir jetzt definitiv aufpassen, ey. Verdammt nochmal. Und sammelt bitte schneller die Kohle ein. So, Leute. Du auch hier? So. Der Gegner, der lässt uns im Moment so ein bisschen in Ruhe. Das finde ich schon mal gut. Jo, Leute. Wie gesagt, also letzte Mission. Richtig krass. Krass schwierig. Und ja, aber wir kriegen jetzt zwei Geldlieferungen, Leute. Das sollte reichen, um nicht ganz die Raffinerie, sag ich schon. Ich bin so durcheinander gerade, weil ich nehme es direkt nach der letzten Folge auf. Die Waffenfabrik hier, genau. Die Waffenfabrik sollten wir fertig kriegen. Dann am besten noch einen Raketenturm, weil ich brauche hier definitiv die 6 Türme, weil sonst kriegen wir hier richtig auf den Sack. Wobei ich im Moment in Ruhe gelassen werde, das ist... Was habe ich gesagt? Ich werde in Ruhe gelassen? Nö, ich werde nicht in Ruhe gelassen. Eher nicht. So. Aber das ist ganz gut, die können gar nicht schießen, das ist ganz cool eigentlich. So, dann gehst du mal bitte da drauf. So, das soll er versuchen, bitte. Einmal, okay. Einmal geschossen. Ja, gut. Gut, dann habe ich jetzt endlich nochmal eine Waffenfabrik hier. Wow. Ich bin begeistert, Leute. Ich bin begeistert. Gut. Wir brauchen wieder diesen Turm hier. Allerdings brauchen wir dafür auch eine Energie. Mach auf den Raketenpanzer. Nicht auf die Manneken. Verdammt nochmal, ey. Diese KI hier, wirklich. Gut, reparier. Nein! Das ist doch bescheuert. Dieser Kack-Raketenpanzer da. Mann, bau einen Schützen. Da kommt er wieder an jetzt, ne? Da kommt er jetzt wieder an, ja, ja. Die Sadokas. Gut. Zieh die rein hier, los. Zieh die hier rein. Zwei Raketentürme weg. Das ist so heftig, ne? Die Sadokas. Die sind so krass. Die sind so krass. Unfassbar, wirklich. Und dann auch noch die Fremen. Was versucht der denn da? Gott. Ja, toll, Leute. Der will auf meinen Kackbauhof hier, ja? Ja gut, egal, Leute. Nee, nicht auf das dicke Rohr. Oh, Mann! Boah, ey. Ich bin hier fast am kaputt gehen, wirklich. Boah, ey. Wirklich? Ich habe keine Verteidigung mehr. Nein, ich muss laden. Es tut mir leid, Leute. Ich muss wieder laden hier. Gut. Raketenturm nachbauen. Raketenturm nachbauen. So. Gottes Willen, wirklich. Raketenturm muss nachgebaut werden. Und am besten noch hier verstärkt. Da habe ich zu früh die Waffenfabrik gebaut, Leute, ja. Da habe ich zu früh die Waffenfabrik gebaut. Shit. Boah, das ist echt heftig schwierig, ey, wirklich. So. Und dann hier zack, 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 zack. So. Gut. Sammler, bitte kommt rein. Ey. Ich brauche wirklich hier die Türme. Am besten... Nee. Gut, dann nicht die Waffenfabrik bauen, weil ich wollte eigentlich hier ein dickes Rohr bauen, aber
Das war eine richtige Scheißidee, ganz ehrlich. Das war eine Scheißidee. Gut. Ja. Ich bin gerade wieder total konzentriert, Leute. Es ist die dritte Folge und das wird definitiv nichts mit den drei Folgen geschafft hier. Nee, nee. Das ist schon echt hart. Obwohl wir die besseren Waffen haben, aber das ist schon echt hart hier. So. Allerdings werde ich hier die Verteidigung weiter verstärken, Leute. Da kommt er schon. Ist nicht dein Ernst. Da kommt er schon. Okay, Leute. Die Energie, reicht die? Die reicht. Sehr gut, Leute. Dann baue ich am besten direkt noch einen Turm hinterher. So, hier. So, einen Raketenturm weiter. Ah, nein, das ist jetzt blöd. Die sind nur eben hier vorbeigefahren. Naja gut, der hat eh keine Chance. Ja, natürlich kann der nochmal schießen, ne? Ist klar, ist ja auch der gegnerische Panzer. Ja gut, dann muss ich das jetzt hier so arrangieren. Nicht auf die Manneken, auf den Raketenpanzer. Verdammt nochmal. So, der fährt hier rein, das ist dann sein Pech. Gut, ich muss hier verteidigen, ganz ehrlich. Da kommen die Sadokars. Da kommen die ganzen Manneken, ja. Okay, Leute, abbrechen und verteidigen. Los, mach die kaputt. Mach die scheiß Dinger im Arsch, bitte. Mach die scheiß Manneken kaputt. Da haben wir jetzt nämlich genau das Problem, ne? Manneken gegen Türme. Das ist so OP, wirklich. Schaut euch das an. So. Mann. Aber das hat gepasst. Hey. Das haben wir überlebt, Leute. Richtig nice. Sehr gut. Gut. Die beiden Sammler, ey, wirklich. So, die sind Gold wert momentan, die beiden Sammler. Tower Defense, wirklich. Das ist wirklich gerade... Da sind die Fremen, die mich gerade auch so abgefuckt haben hier. So, ja, richtig. Weiteren Turm bauen. Wow, ey. Boah, die machen so viel Schaden. Mann. Wirklich. Abbrechen, ey. Verdammt nochmal. Diese blöden Fremen, ey. So. Nein, nein. Was will der denn da? Kommst du her, du Eindringling? Was will der denn? Gut, so, solange es nur kleine Sachen sind. Oh nein, bitte nicht auf die Energie. Okay, egal. Der, lass den mal da durchfliegen. Das ist ja kein Problem. Oh, Leute, ey. Das ist hier echt Tower Defense, ne? Gut, dann bau einen Manneken. Ich muss den scheiß Raketenpanzer da rausziehen. So. Der ist kaputt. Raketenpanzer, komm mal her hier. Los. Komm mal her hier, Raketenpanzer. Ja, sehr schön. Genau so wollte ich das. Puh. Tower Defense. Das ist heftig, Leute. So, Schallpanzer. Alter, ey. Das ist so heftig, wirklich. Nein, 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 nein. Das ist blöd. Ach, ja gut, dann ist der Turm jetzt halt weg. Tschüss, Raketenturm. Es war mir eine Freude, wirklich. Ja, toll. So. Und die beiden Sammler, ja super. Gut. Wieder 5 Raketentürme hier stehen. Ach Mann, ey. Ich komme hier wirklich nicht auf den grünen Zweig. Wirklich nur ganz langsam, ey. Speicher nochmal bitte. 1 Stunde. Anderthalb. Nee, 1 Stunde 10 oder so spiele ich jetzt schon und. Ja, es geht nicht weiter. Also, es ist irgendwie. Ich
Ich bin hier überfordert. So gerade bin ich überfordert, ja. Alles klar, Leute. Gut. Das Mannequin. Danach muss ich noch den einen Turm nachbauen, ne? Ja. Das ist so. Gut, Leute. Aber dafür kriege ich ja jetzt die Kohle, ne? So. Zack. Dafür kriege ich ja jetzt die Kohle. So, der Sammler kann man da unten hin. Sobald ich das erste Flugzeug habe, Leute, und sobald ich jetzt hier endlich mal die Forschungsgebäude habe, dann geht's ab, ey. Dann kriegt der Gegner sowas von aufs Maul. Wirklich, ey. Ich kann nicht mehr. Das reicht noch nicht mehr von der Kohle her. Verdammt, ey. Wirklich. Gut. Ja, dann sammel halt das Braun, ist okay. Nein! Ach, verdammt. Abgebrochen aus Versehen, naja gut. Ich bin echt im Tunnel gerade, Leute. Habt bitte Verständnis dafür, aber das ist wirklich eine heftige Mission. Ja. Ja. Ich hab's irgendwie befürchtet, dass die letzte Mission übelst schwierig wird. Und ich habe leider recht behalten damit, das ist ja schon echt heftig. Gut. Wir haben's. Alles klar. Dann Energie bauen. Wobei eigentlich ja im Moment nicht, ne? Doch, doch, falls wieder ein Luftangriff kommt. Ja, ja, genau. Energie bauen. Boah, ich hab mal ein bisschen Zeit, ey. Das ist doch. Das ist doch krass. Ich hab mal ein bisschen Zeit, wirklich. So. Leute. Das war doch wohl ein schlechter Scherz jetzt, bis jetzt wirklich, ey. So. Dann kann ich sogar die Waffenfabrik bauen, ey. Das ist doch mal. Das wäre doch mal super, wenn ich jetzt eine Waffenfabrik hätte. Wow. Ich kann Panzer bauen, hey. Dritte Mission und. Also dritte Folge und. Ja. Wir kriegen überhaupt nichts auf die Reihe, wirklich. Zumindest haben wir jetzt schon mal hier wieder die Verteidigung stehen und können uns wirklich mal ein bisschen mehr aufbauen. Wirklich ein bisschen mehr. Oh. Ein wenig. Nein, nein. Doch, doch, die gehen ja immer. Nee, kommt. Ich werde noch Energie brauchen, ne? In Zukunft. Ihr merkt, ich bin gerade übelst konzentriert. Das muss ich auch sein in dieser Mission, weil die Mission hat es echt in sich. Mal ganz ehrlich mal so sagen, ey. Boah. Richtig, richtig krass. Gut, Leute. Alles klar, wir haben eine dritte Dings. Waffenfabrik. Bau die aus. Die können wir sogar noch ausbauen, ey. Wunderbar. Oh. Sehr schön, Leute. Dann baue ich mir nämlich gleich einen dritten Sammler. Wenn er mich jetzt wirklich 5 Minuten in Ruhe lässt, dann ist das gut. Dann habe ich nämlich fast ein Standbein. Aber ich befürchte, der lässt mich nicht in Ruhe. Der lässt mich nicht in Ruhe. Nee, nee. Ah, mach mal Pause. Eins will ich wenigstens fertig kriegen. So. Gut, das Ding ist ausgebaut. So. Dritten Sammler, los. Und direkt nach Hause. So, du bitte hier hin. Ah, ich sehe gerade, wir haben schon 6 Uhr. Das heißt, meine neue Spore-Folge ist soeben online gekommen, weil ich nehme es ja an einem Samstag noch auf, ne? Genau, Leute. Gut, ich hoffe, dass ich jetzt nicht voll auf die Fresse kriege, jetzt gleich. Aber ich hoffe, ist eigentlich nicht, Leute. Fahr du mal da oben hin. Los. Das reicht für einen dritten Sammler, Leute. Boah. Danach werde ich wirklich hier den nächsten Turm hinbauen, direkt. Ja, ja. Ich werde da den nächsten Turm hinbauen. Ah, reicht die Energie? Knapp, Leute. Knapp. Aber es reicht. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben 3 Sammler. Jetzt geht's langsam aufwärts, Leute. Jetzt geht's langsam aufwärts.
Gott sei Dank, ey. Wir haben jetzt hier noch den 8. Turm. Und, ja, meine Güte, ey, wirklich. Da kommt er nämlich wieder. Da kommt er jetzt nämlich wieder. So. Junge, ich habe 3 Sammler. Gut, mach die direkt kaputt, bevor die einmal schießen können, ey. So. Den auch. So. Genau, da kommt jetzt nämlich die ganze Scheiße, wirklich. Das habe ich mir nämlich fast gedacht, dass jetzt hier die ganze Scheiße kommt. Gut. 3 Sa... Oh! Bitte, was? Was ist das denn? Ach du Scheiße! Oh! Alter! Boah! Mach die bitte kaputt, ey! Oh! Das ist ja übelst heftig. Ich habe kein Geld, Leute. Ich muss reparieren. Ach du Scheiße. Was ist das denn alles? Boah, ich bin jetzt gerade echt überfordert. Oh. Holy shit, der Scheiß-Imperator, ja? Nee, das werde ich wohl laden müssen. Ey, leider. Schade, Leute. Das muss ich echt laden. Okay. Leute, ich hab's verstanden, was ihr mir sagen wollt. Aber das ist eigentlich schon viel zu nah dran an dem Angriff, ey. Schick das Mannequin raus oder keine Ahnung, ey, wirklich. Schick das scheiß Mannequin raus. Der will nämlich auf das Mannequin. Ja, ja, der will auf das Mannequin, Leute. Gut, schick das Mannequin hier rein. Ich muss den Angriff ein bisschen zerren. Och, das ist so krass, Leute. Oh, das ist so krass. So, dann verteilt sich der Angriff jetzt mal ein bisschen. Das ist doch schon mal ganz gut, so. Okay, Leute. Der Angriff verteilt sich. Ich habe kein Geld. Leute, ich habe kein Geld. Da unten ist einer weg. Okay, das ist aber nicht schlimm. Okay, du Sammler, bring doch bitte die Kohle rein. Okay, egal. Wisst ihr was? Mach diesen blöden Raketenpanzer da kaputt. Mach diesen scheiß Raketenpanzer da weg. Oh, Leute, das ist so viel. Nein. Okay, das war's, oder? Das ist so ein krasser Angriff. Ich weiß nicht, ob ich den Spielstand jetzt verkackt habe. Es sieht aber stark danach aus. Boah. Leute, wirklich, ey. Bitte. Tut mir das jetzt bitte nicht an hier. Das Mannequin ist gerade so mein Zünglein an der Waage hier, wirklich. So. Dann schickt ihn da runter, Leute, los. Schickt ihn da runter. Der will nämlich das Mannequin haben. Oh, so, Leute. Oh, Leute, so. Gut, Sammler, schickt bitte die Kohle rein. Los. Jetzt muss ich hier aufpassen. Jetzt muss ich hier richtig aufpassen. Dass wir jetzt hier erstmal die ganzen gefährlichen Sachen hier wegkriegen. So, Leute. Mach den Raketenpanzer weg. Ganz genau. Den Raketenpanzer, genau. Erstmal egal. Kein Sammlerstau, bitte. Verteidigen. Einfach nur verteidigen jetzt hier. Los. Da unten ist erstmal egal, Leute. Ich muss das hier verteidigen. Das ist ganz wichtig hier oben. Da kommt der Luftangriff. Bitte nicht voll auf meine Energie, ey. Oh, okay. Boah. Ihr seid doch bescheuert. Ey, was ist mit den Entwicklern los? Das ist doch bescheuert. Wie soll man das verteidigen? Wie soll man das verteidigen? Wirklich.
Wie soll man das hier verteidigen? Guck mal, noch 1000 Sadukas an. Tafremen auch noch. Das geht nicht. Das geht nicht, Leute. Es tut mir leid. Das geht nicht. Dieses Mannequin hier, ne? Warum reagiert er jetzt nicht? Es ist langsam. Dieses Mannequin, Leute. Nein! Okay. Zu früh darf ich ihn nicht rausschicken. Okay, Leute. Gut. Das war echt jetzt gefährlich, dass ich da jetzt den dritten Sammler gebaut habe, ey. Wirklich. Ah, Leute, ihr seid doch bescheuert. Wie soll man das machen, Entwickler? Wie soll man das machen? Offene Frage an die Entwickler. Wie soll man das machen? Wie soll man das machen? Wirklich. Wie soll man das machen? Das ist zu krass, Leute. Sammler, bringt bitte die Kohle rein. So. Wie soll man das machen, ey? Wie? Ey, da könnte man leicht aggressiv bei werden, ne? Da könnte man jetzt leicht aggressiv bei werden, ja? Da ist gerade sowieso hier irgendwas aufgegangen. Was ist das, Leute? Was ist das? Ja, ich glaube, der Spielstand ist verschissen. Der Spielstand ist verkackt, Leute. Da kann man nichts machen. Das ist zu viel. Das ist zu viel, liebe Entwickler. Wirklich. Das ist verdammt nochmal zu viel. So einen heftigen Scheiß kann ich nicht verteidigen. Das geht nicht. Das geht nicht, ihr Entwickler. Wirklich, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, ihr Entwickler. Wirklich nicht. Wie soll man das verteidigen, was da alles ankommt? Wie soll man das verteidigen, wirklich? Ich muss mir da was überlegen. Ich muss da die Mission irgendwie neu starten oder so. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier an einem Punkt angekommen, wo es zu viel ist. Das ist einfach zu viel, Leute. Das ist zu viel. Eins, einer ist weg schon. Macht doch schneller, ihr Scheiß-Sammler, wirklich. So. So. Das ist echt zu viel. Das schaffe ich nie im Leben, Leute. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist too much. Ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, Leute. Ich weiß nicht, was die Entwickler sich wirklich dabei gedacht haben. Das geht gar nicht, Leute. Ich muss hier abbrechen. Was ist das für eine Scheiße? Wirklich. Schaut euch mal diese dreckige Scheiße an. Ey, das geht nicht, liebe Entwickler. Das geht nicht. Wie soll ich den Scheiß hier verteidigen? Alter. Wie soll ich das alles verteidigen? Gut, Leute, ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Break. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier nach einem Cut nochmal wieder. Bis dann. Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000. Und genau, Leute, letzte Mission. So, seht ihr das? Das muss hier wirklich sein, Leute. Ich habe das jetzt nachgespielt und schaut euch das mal an. Ich brauche 13 Türme. 13 Türme, Leute. So, und dann brauche ich jetzt eine Energie. Genau, Leute, die Gegner, die kommen wirklich minütlich angegriffen. Türme gehen hier kaputt. Das ist so, Leute. Ja, wie ihr seht, ich habe jetzt eine richtige Mauer aus Raketentürmen gebaut. Und
dann gehen wir das Ganze doch jetzt nochmal an hier. Ich baue jetzt wirklich hier alles zu, weil zwei Waffenfabriken kann ich hier vergessen. Das ist ein Traum. Das werde ich nicht hinkriegen. So, ich werde jetzt anfangen zu tacken, Leute. Ich habe 3 Sammler. Allerdings, die Entwickler, die sind ja so krass, ne? Also wirklich. Das ist so heftig. Also das hier hebt Dune 2000 nochmal auf ein ganz anderes Level, Freunde. Da muss ich wirklich... ja, meinen Respekt zollen den Entwicklern, dass die so eine schwere Mission programmiert haben. Also wirklich, Leute. Das ist echt heftig. Das bringt es wirklich auf ein anderes Level jetzt gerade. Boah, Leute. Das ist krass. Aber ich glaube, jetzt haben wir erstmal hier eine vernünftige Verteidigung stehen. Türme werde ich immer nachbauen müssen. Das ist so. Und ja, ich werde hier alles zukleistern müssen mit Energie, weil ansonsten, sonst geht's nicht, Leute. Sonst geht es wirklich nicht. Ich werde Panzer bauen und die dann direkt hier hinschicken müssen. Das ist, das, wir haben hier nicht genug Platz für alles. Das ist leider so. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt hier meine 2 dicken Rohre. Ach Gott, Leute, jetzt haben wir mal so ein bisschen so ein Standbein geschafft. Gut, wir haben 3 Sammler, Leute. Wir haben 2 dicke Rohre. Wir brauchen mehr Energie. Also hier unten werden wir nicht rauskommen. Definitiv nicht, wir werden hier nur rauskommen. Ja. Total beengt alles, ich weiß, aber es muss sein. Wir haben hier nicht genug Platz, um uns vernünftig aufzubauen. Der Gegner, der kommt wirklich jede Minute. Einen Moment, ich muss mal gerade hier. So, der Gegner kommt jede Minute. Also echt minütlich. Im Moment haben wir zumindest mal ein bisschen Ruhe. Das werde ich nur zum 4. Sammler zu bauen. Aber das währt nicht lange, Leute. Das währt nicht lange. So, wir brauchen einen Raumhafen. So, ganz dringend. Gut, ja, wie gesagt, ich habe es nochmal nachgespielt. Ich habe 13 Türme hier stehen und nochmal 5, also 18 Türme. Ja, das hebt es wirklich auf ein nächstes Level, Leute. Diese Angriffe sind schon echt heftig, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Diese Angriffe, Leute. Ich bin sprachlos. Ich bin gerade echt sprachlos. Also, ja. Ich bezweifle, dass das alles hier ausreicht. Mann, ey. Da kommt er nämlich schon wieder, seht ihr? Da kommt er nämlich schon wieder. So, der hat jetzt keine Chance mehr hier. Wirklich nicht. So, Sammler kann direkt ernten gehen. So, der kann noch nicht mal hier irgendwie schießen. So, Leute. Dann will ich jetzt nochmal sehen, wie du hier reinkommst. Verdammter Penner. Wirklich. So, dann will ich das jetzt mal sehen, wie du hier reinkommst, Junge. So, hier oben kommt eine Werkstatt hin. Der will auf meine Einheiten. Ja, der will ums Verrecken auf meine Einheiten. Da hinten hat er auch schon wieder einen Raketenpanzer außerhalb der Range, ne? Der will auf meine Einheiten, das ist so. Mach den Raketenpanzer da hinten im Arsch. Los. Ach, verdammt, ey, wirklich. Gut, kleine Waffenfabrik. So, weiter geht's hier im Text. Wir müssen uns hier echt von allen Seiten verteidigen. So, aber hier unten die Türme, die müssen reichen. Genau. Die reichen hier unten, die 5. So, Leute. Wir haben noch 5 Minuten. Ich will mich noch jetzt hier noch zumindest zu Ende aufbauen. So, wie ihr seht, der Gegner hat keine Chance mehr hier reinzukommen. So, leichte Waffenfabrik. Bau eine Werkstatt. Los. Bau einfach hier eine Werkstatt hin. Meine Einheiten muss ich dann wahrscheinlich unten auf dem Sand einsammeln, ja. Ja, das ist so. Leute, ich muss das hier irgendwie verteidigen können. So, der Luftangriff. Gut. Okay, das geht, Leute.
Oh, ja, also wie gesagt, richtig krasse Angriffe, die hier kommen. Das hebt es wirklich nochmal auf ein neues Level. Also, es tut mir leid, wenn ich hier eure Zeit verschwendet habe, aber diese Mission ist wirklich, wirklich das Schwerste, was ich je an Strategie erlebt habe. Ohne Scheiß, Leute. So, das Ding muss repariert werden. So, dann würde ich sagen, wir haben unsere Verteidigung stehen. Wir können weiter bauen. So. Ich brauche jetzt noch die Forschungsgebäude. Also, einmal hier Palast und einmal hier... Das passt fast. Das passt fatzengenau, Leute. Repariere die beiden mal bitte. So. Das passt fatzengenau hier mit dem Palast noch. Okay, Leute. Forschungszentrum. Wir haben noch 3,5 Minuten. Ich möchte mich zumindest hier die Basis komplett aufbauen. So. Danach kann ich anfangen mit Einheitenproduktion. Ich habe 4 Sammler. Die Sammler haben hier nicht mehr lange was. Ich muss Geld sammeln, Leute, für Flugzeuge. Und danach muss ich erkunden fahren. Das heißt hier, Trikes bauen. So. Forschungszentrum, das reicht nicht von der Energie her. Das ist aber okay, da kann ich eine bauen. So. Jegliche Einheiten, die jetzt hier kommen, sind direkt kaputt. Genau, dieser Raketenpanzer auch. Der hat keine Chance, Leute. So, Trike, erkunden. Los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, die Mission, die hat mich echt in der letzten Folge zum Überfordern gebracht. Dass ich das nochmal erleben darf, Leute, in einem Strategiespiel überfordert zu sein. Aber das ist so. Das ist so eine krasse Mission. Ich hab immer Schiss, wenn ich diesen Wurm höre. Wirklich. So, Leute, dicke Dinger. So, ah, nein, Quatsch, gar nicht wahr. Wir brauchen Flugzeuge, Leute. Wir brauchen Flugzeuge, genau die hier. 1000. Da kommt er wieder. Der will wahrscheinlich auf meinen Trike, ne? Genau, Leute, das ist scheißegal. Der Schallpanzer kann nur einmal schießen. So, weg ist er schon, Leute. Dieser Schallpanzer ist so mächtig von denen, ey, wirklich. So, weiter bauen. Alles klar, Leute. Die Sammler hier, die sind fast fertig, das ist das Problem. Die werden dann nämlich hier vorne hinfahren und da vorne kommen immer die Angriffe. Das heißt, ich muss da erkunden. Leute, ganz wichtig. Vielleicht ist ja hier unten noch ein bisschen Spice, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, hier unten ist noch ein bisschen Spice, das ist doch schon mal ganz gut. Alles klar, Leute, ich brauche dann die 4 Flugzeuge. Weißt du was? Hör auf mit dem Palast. Ich brauche die 4 Flugzeuge hier, wirklich. So, Trike, bitte erkunden. Okay, der kommt da schon wieder mit irgendwas. Gut, dann speichere ich das nochmal kurz zwischen. Diese Mission macht mich echt im Tunnel, ne? So, weg damit. Gut, Leute, wir haben 1066, ey. Die kosten fast genauso. Da ist ein Fremen. Hier sind jetzt wieder die Fremen, Leute. Hört ihr auf? Genau, dafür habe ich das dicke Rohr hier vorne stehen, Leute. So, genau für die Scheiße da. So, Leute. Nein! Nur mal Raketenpanzer. Was zur Hölle? Was ist hier kaputt gegangen? Gut, dann bleibt ihr noch mal bitte hier. Ja. Hol erstmal 3 Flugzeuge, das reicht erstmal. So. So, Leute. Gut, dann fahrt ihr mal. Fahrt ihr beide mal hier runter, ja. Mhm. Alles klar, Leute, meine Uhr klingelt. Wir haben es geschafft. Wir haben uns hier verteidigt. Ich musste allerdings die Mission komplett alleine mal spielen. Um hier wirklich ja, ein Standbein zu kriegen, Leute. Wirklich. Gut. Ja. Gut, wir haben uns hier aufgebaut. Wir haben alles an Bauoptionen. Wir haben 2 Einheiten. Die sammeln hier wie verrückt. Ja. Dann würde ich mal sagen, Leute.
In Anbetracht dessen, dass wir jetzt schon 3 Missionen durch haben, würde ich sagen, schneide ich das jetzt erstmal zusammen, Leute, und mache dann erstmal Schluss. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen und ja, wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like und Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.